Und gleich geht's auch weiter mit Castlevania 64. Wo ich jetzt diesen dummen Weg gehen muss. Ja. Irgendwie war das sowas von klar. Hä? Ich dachte schon, wo sind sie hin? Einer ist wieder ins Wasser gesprungen. Taucht hier auf. Versucht mich zu vergiften. Bitte? Nein. Und stirb. Ein Messer will ich nicht haben. So, war's das jetzt mit diesen Dingern? Oder? Okay, die Kamera dreht sich zumindest fair. Ja, wenn da jetzt ständig neue Viecher kommen. Das war wieder knapp. Kommen da jetzt ständig welche? Das wäre ja dumm. Das wäre echt dumm. Aber ich glaube, es ist so. Schnell, 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 schnell. Ich muss einfach schnell sein. Hier habe ich ein bisschen mehr Platz, dann wage ich auch zu laufen. Da ist nichts drin. Oder? Doch, da ist noch mehr. Aber kurz umdrehen und töten. Nicht, dass der mich ankotzt. Gut. Eine Treppe. Was? Oh, da. Oh, das sieht böse aus. Sehr sogar. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Heißt für mich, ich will einen anderen Weg gehen. Was bestimmt jetzt ein Fehler ist. Es sieht beides so schwer aus, verdammt. Bitte jetzt keine Gegner. Doch gesagt, bitte keine Gegner. Ja, ich hab's gesehen, dass ich da nicht lang kann. Hab's ja gesehen. Ja, ich muss diesen tollen Weg gehen. Geil. Aber nee, Leute, diesen Weg mache ich nicht ohne Safe. So, nun geht's mir besser. Ja, seht ihr? Seht ihr? Unfair. Ich weiß gar nicht, ob der Sprung funktionieren kann. Ja, anscheinend doch. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Da war meine Maus übrigens. Okay, es funktioniert auf jeden Fall. Aber es ist kacke. Es ist kacke, um die Sprünge einzuschätzen. Und springen. Ich hab's gehört, hinter mir ist was. Komm hervor. Feige Sau. Geil. Ich bin vor diesen Dingern geflüchtet, quasi direkt in meinen Tod rein. Das war klug. Ja, das war nicht ganz fair. Und spring! Danke. Kamera, bitte. So, seid ihr tot? Ja, ihr seid tot. Diesen Weg? Ja, da ist ein Schalter, den muss ich gehen. Oh, pff. Das, tut bestimmt wieder den Wasserfall abschalten. Stirb bitte. Stirb bitte. Danke. Aber muss ich jetzt da lang noch? Ich tue es einfach mal. Ich hoffe, da ist was. Und ich sollte mich langsam aber sicher mal ein bisschen heilen, sehe ich gerade. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir haben alle Zeit der Welt. Nicht, aber an solchen Passagen soll man nicht hetzen.
Sie gibt sich alle Mühe. Und gut. Das bricht. Halt, da ist ein Vertrag. Nehm ich. Vielleicht kann ich jetzt auch was Neues... Ja, nee, wobei, was auch. Hallo, du Typ. Ich will das nicht. Was ist das nochmal? Nein. Aber... Hallo, ich... Nein. Das hier. Kaufen. 10 Stück, gut. Dann kaufe ich noch ein... was macht der Unterschied? 2500 und das kostet 3000. Kaufe ich mir das, dann passt das auch. Ja, danke, bitte, tschüss. Gut, dann weiß ich jetzt auch, wie das gehandhabt wird. Aber ich will mich ja heilen, habe ich gesagt. Bratun. Roastbeef habe ich jetzt auch eine Menge. Wie sie immer so komisch stöhnt, wenn sie etwas gegessen hat. Also beziehungsweise, wenn sie sich geheilt hat. Ja, ich bleib schön hier in meiner, oder auch nicht. Trotzdem sagen, ich bleib schön hier, da kann mir nichts passieren. Aber ich habe mich geirrt. Waren das alle? Natürlich nicht. Natürlich ist da noch so ein Giftdingens. Nein, weg. Wobei, ich habe jetzt genug Entgiftungszeug dabei. Also würde es passen. Kamera, du bist dumm. Okay. Wir hangeln uns wieder ganz langsam und vorsichtig über diese tödliche Brühe. Und warten und freuen uns, dass Frühlingsanfang war gestern. Ja, das zum Thema, wann nehme ich meine Videos auf und wann seht ihr sie? Informiert euch. Der Frühlingsanfang in meteorologischer Sicht, glaube ich. Ja, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Oh nein. Hoffentlich klappt das. Gut. Ja. Ja klar, jetzt kann ich dich natürlich sehr gut gebrauchen da drüben. Warum ist der Wasserfall nicht aus? Finde ich jetzt ein bisschen doof. Der Wasserfall ist laut. Bin hier weg. Ja, sehr gut. Aber ich habe den Schalter doch gedrückt und das war knapp. Ich habe beinahe runtergefallen. Hepp. Und hepp. Hoch. Kamera, bitte verarsch mich nicht. Ha! Gut. Hepp. Und hepp. Weg hier. Ich muss das Vieh töten. Ja, zwei Viecher, natürlich. Die kriege ich doch down so, oder? Eins ist tot. Das zweite ist auch gleich tot. Bams. Ja. Muss ich wohl doch wohl oder übel zu dieser komischen Stelle da. Und man merke sich, man muss alle Wege vom Spiel gehen. Also man muss nicht einen auslassen, weil man meint, er sei... richtig oder so. Wow, das war knapp. Ich will sie vernichten. Ich weiß, sie kommen immer wieder, aber ich will sie vernichten. Er ist tot. Und er gibt mir sogar was. Schön. Ja, genau. Davon kann ich... Schön Gold zum Fenster rausgeschmissen. Bam! Und tot bist du. So, umsehen. Da ist nichts. Hepp. Und hepp.
Ja, es sieht wieder wichtig aus da drüben. Sie klettert nicht. Das war wieder äußerst knapp. Sie klettert nicht nach links. Ja. Ja, geil. Ja, geil. Darf ich den ganzen Kack nochmal gehen? Den ganzen Kackweg. Ja, leck mich doch. Na gut, so weit ist der Weg nicht. Aber der Typ verfolgt mich. So, hast du nun davon? Ey, versuch mich nicht zu vergiften, finde ich nicht geil. Echt nicht. Gut, da wäre wieder so ein Entgiftungsding gewesen. Diese fairen Wege wieder. Gut, 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 wir sind gleich wieder da. Keine Panik. Und die Musik ist weg. Die Musik ist weg. Verdammt, Moment. So, die Musik ist wieder da. Ich weiß auch nicht, was los war. Egal. Egal. Der ist auch wieder da. Weshalb auch immer. Stirb doch. Hepp. Und hepp. Hier will ich speichern. Einfach weil ich das hier nochmal testen möchte. Ja, so geht's. So geht's. Das Spiel ist mir nicht mehr ganz so sympathisch wie vor ein paar Parts, aber ich finde es immer noch cool. Ja, ja, definitiv. Es verliert nicht an Reiz. Und es ist nicht so, dass es nicht fordernd wäre. Nee. Ist schon geil. Aber Sprungpassagen finde ich jetzt nicht so wirklich der Hammer. In diesem Spiel jetzt. What the fuck? Ich habe Angst. Moment, kann ich das irgendwie... Nee, das geht nicht. Okay. Ich dachte, ich kann da mal ein heiliges Wasser runterschmeißen, aber... Hallo, wo kommt ihr denn her? Soll nicht mein Problem sein. Zack, du bist tot und zack, du bist auch tot. Nein, du bleibst oben, du bist klug. Obwohl du bloß ein dummes Skelett bist. Oh, das ist eine Riesenmaschine, das Mädel hier. Ich meine, hallo, die hangelt sich da nur mit den Armen einfach mal so x-meterweise. Ja, ihr wisst, was ich meine. Jetzt muss sie einfach diesen Sprung hier hinkriegen. Schafft sie gut. Oh mein Gott. Leute, ich glaube, ich beende heute ein bisschen früher, weil diesen Part oder diesen Teil davor mir tue ich mir erst im nächsten Part an. Ja, so stimmt's. Gut, dann sage ich bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.